Ich habe einen Hater in Real Life getroffen. Joke, Freunde, wenn ihr bei meinem Controller Weihnachtsgewinnspiel mitmachen möchtet, dann habt ihr natürlich als aktiver Supporter eine deutlich höhere Gewinnchance. Ein aktiver Supporter supportet mich natürlich, wo es nur geht. Er hat meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und diesem Video sogar einen Daumen nach oben gegeben. Viel Glück an alle. Hey Freunde, Timetic hier. Im heutigen Video schauen wir uns einfach mal 6 YouTuber versus Hater im echten Leben an. Stell sicher, dass du das Video bis zum Schluss anschaust, weil ansonsten verpasst du mega spannende und coole Clips. Als ersten YouTuber bzw. Streamer haben wir Gixxen. Gixxen ist ein echt chilliger Streamer aus Buxtehude und war sogar ein Freund von Montana Black. Er ist zwar jetzt nicht der bekannteste Streamer, aber nichtsdestotrotz begegnet er einfach mal einem Hater im echten Leben und stellt ihn dann auch zur Rede. Hier mal der Clip dazu. Auf jeden Fall wurde ich gefragt, weil ich mit einer Frau in der Stadt gesehen wurde, ob ich mit ihr und ihrem Sohn Weihnachten feiern möchte. Erstmal, dieses Mädchen hat keinen Sohn, sondern eine Tochter. Und Digga, ich kann mit den Leuten in der Stadt rumlaufen, wie ich möchte. Und es war halt einfach, es wurde schäbig gefragt. Und ich sollte halt öffentlich sollte halt so mäßig Verdacht entstehen, dass ich mit diesem Mädchen was zu, also so, wisst ihr, wie ich meine, ne? Digga, und das habe ich dann so gelesen und bin dann völlig eskaliert, Digga, in meinem Stream. Aber halt nicht negativ, sondern ich habe gesagt, Bruder, tu mir bitte nur einen Gefallen. Und das nächste Mal, wenn du mich in der Stadt siehst, frag mich die Frage bitte noch einmal. Wir stehen an der großen Ampel mitten in der Stadt, Digga. Wer steht genau auf der anderen Seite von der Ampel? Der kleine Junge. Ich sag jetzt kleiner Junge, Digga, weil er könnte mir im Stehen meinen Bauchnabel mit einem Q-Tip sauber machen. Steht er da, Digga. Und er sieht mich. Ich sehe ihn. Maskenpflicht. Ja, gut, nee, da war noch keine Maskenpflicht. Auf jeden Fall, er hat Maske auf. Er hat Maske auf, so. Und hat wahrscheinlich gedacht, ich check's nicht. Es wird grün, er geht los. Eddie will losgehen. Ich sag, Eddie, Bruder, tu mir mal bitte einen Gefallen. Warte mal eben. Ich muss mal eben kurz hier was klären. Der Junge, er kam so. Er macht die Maske runter, er bleibt vor mir stehen, weil er hat gecheckt, Digga, dass ich wegen ihm stehen geblieben bin. Und ich sag, na, was war das denn hier letztens? Oh Mann, René, ey, das war doch nicht so gemeint. Und Mann, ich war das doch nicht und ich schwöre dir, ich war das nicht. Und ja, und Eddie steht auch so mit Rucksack, er guckt so auf den Jungen runter, so. Weißt du, so, ey Leute, ich hätte den Jungen nie angefasst. Hätte ich denen was getan, ich hätte ihn nur am Arm fassen müssen, ich hätte nur sein, damit schon ihn wahrscheinlich, er war so klein und zierlich, ich hätte ihm wahrscheinlich den Arm aus Versehen gebrochen. Und ich gucke ihn an, ich denke, oh, der hatte richtig Angst. Ich musste aber lächeln, ich sag, ja, aber warum machst du dann deine scheiß Rambo-Show, du? So kleiner süßer Junge, Mann, muss doch nicht sein. Und dann diesen gemacht und ich sag, ich muss dir jetzt glauben, dass du mit diesen Nachrichten immer im Chat nichts zu tun hast. Ich glaub's dir aber nicht. Ich kann es dir nicht nachweisen, dass du nicht wirklich gecrackt wurdest oder sonst irgendwie was. Aber ich hab's so im Raum stehen lassen, Digga. Und hab gesagt, du darfst jetzt weitergehen. Und wisst ihr, was er gemacht hat? So. Als zweites haben wir die YouTuberin Sunny Loops. Sunny Loops solltet ihr von Marcel Scorpion kennen. Marcel Scorpion ist ja der Freund von ihr. Wie auch immer, auch Sunny Loops musste eines Tages die Erfahrung machen, einem Hater im echten Leben zu begegnen. Es sind so Leute in unserer Straße, die wir nicht mögen. Und ich lieb's halt immer, wenn ich so aussehe und sie dann beim Gassi gehen treffe. Richtig geil. Vor allem, wenn die sich dann immer noch so tausendmal nach mir umdrehen und ich merke, dass die über mich lästern und so. Es waren mal Freunde von uns. Ich müsste darüber eigentlich auch mal ein Storytime-Video drehen, weil warum wir keine Freunde mehr sind, ist einfach nur so dumm. Als nächstes haben wir den Gaming-YouTuber Fox. Bleib aber unbedingt ganz bis zum Schluss dran, denn am Ende kommt noch ein echt spannender Clip von Standard Skill, wie er einen echten Hater auf der Straße traf. Es ist ja bekannt, dass der Minecraft-YouTuber Fox Probleme mit Hatern hatte. Doch eines Tages ging es einfach nur viel zu weit. Denn eines Tages hat ein Hater einen Böller von der Straße aus in sein Zimmer geworfen und das ganze Video, die ganze Situation eskalierte komplett. Seht einfach mal selbst. Ich kann kurz erzählen, es sind Böller durchs Fenster geflogen, es wurden Raketen gezündet, es wurden Sachen gegen die Fensterscheibe geworfen und wie gesagt, Böller in dieses Zimmer rein. Und dann kam auch noch die Polizei und von denen haben wir, wie gesagt, auch neue Infos. Ich zeige euch jetzt erstmal das, was nochmal im Livestream passiert ist. Hier habe ich ein gutes Video von Duigi gerade gefunden oder wie das ausgesprochen wird. Danke, ich schaue mir jetzt mal das Video an. Ich habe auch gestern ganz oft gefragt, ey, bitte ladet das hoch und es haben viele von euch gemacht. Dankeschön. Ein Gruß geht raus an jeden, der gestern oder in letzter Zeit uns so unterstützt hat. Und ich sag euch eins,
Die Fox Army lässt sich von diesem Typen nicht unterkriegen. Wir starten in letzter Zeit so viel, wir werden immer mehr, wir stehen kurz vor den 100.000 Abonnenten, nicht kurz vor, aber noch ein bisschen, fehlt nur noch. Und wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Ich hoffe, ihr seid der gleichen Meinung. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ich bin auch gespannt auf eure Meinung. Ich zeig euch mal, was somit das Krasseste war, was passiert ist. Schaut euch das bitte mal an. Ich war runter, ich muss meine Facecam dafür einmal ganz kurz versetzen, ein bisschen runterpacken, damit ihr das sehen könnt. Ganz kurzer Cut, damit ihr das vernünftig sehen könnt, schaut euch das an. Seht ihr das? Ich finde es selber so krass, dass ich es eigentlich gar nicht glauben kann, dass jemand auf diese Idee kommt. Ihr müsst euch vorstellen, ich war wie gesagt unten mit Wilko und ich hätte da sitzen können. Ich kann euch erstmal zeigen, da seht ihr den Böller, ich kann es nochmal versuchen, da genau zu stoppen. Und das war auch kein kleiner Böller. Da seht ihr den Böller, der hier mitten in das Zimmer fliegt, genau hinter mich. So. Dann in diesem Moment bin ich sogar reingekommen und hab noch geschrien. Und jetzt, habt ihr das gerade gesehen, ist der Böller quasi explodiert. Jetzt fliegt er rein, dann seht ihr das nochmal. Als Viertes haben wir den gehypten Fußballspieler und Streamer Niklas Wilson. Niklas Wilson ist ein mega, mega cooler Streamer und er spielt sogar auch professionell Fußball. Deshalb ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass er ziemlich oft in Fußballstadien zu sehen ist. Während eines Spiels begegnete Niklas einem Hater im Stadion. Der hat ihm nämlich einfach Kaffee über den Körper geschüttet, was in meinen Augen überhaupt nicht klar geht. Niklas musste daraufhin auch das Stadion verlassen, weil seine Kleidung und alles einfach viel zu sehr gestunken hat. Seht selbst. Ich habe den Bodyguard von Willi und Sidney. So, 55. Minute, Abpfiff für uns beide. Der Mann ist voller Kaffee. Erzähl nicht gleich. So, gab eine kleine Auseinandersetzung. Wir sind in der Krawatte. So, Halbzeit war voll mit Bildern, wie immer. Und dann kam eine Frau und sagt zu Willi, geh mal zur Seite, ich muss vorbei. So. Und dann sagt Willi, können Sie auch respektvoller sagen, ich sitze hier und so. Und die Frau schreit dich an, sagt irgendwas mit. Geh mal beiseite. Und dann kommt irgendein Random von der Seite und schreit, hey, wie redest du mit der Frau? Er meint noch, sei doch ein bisschen respektvoller. Dann sagt Willi, was für respektvoll? Sie sagt zu mir vom ersten Satz, dass ich zur Seite gehen soll und was schreist du mich an? Und er zögert nicht, er nimmt seinen Kaffee und splasht ihn einfach. Alles er splasht voll. Alles mit dem Kaffee auf Willi. Und ihr wisst, wie Kaffee stinkt und das Ganze, und es war kurz nach der Halbzeit, das heißt, es waren noch keine Ahnung, wie viele Leute um uns rum. Und er legt sich wirklich 1 gegen 50 an oder so. Und alle waren gegen ihn, weil er war auch im Umricht und so. Sowas macht man nicht. Und dann kam halt Securities und alles. Also wir haben keinen Bock mehr auf die Kacker und ziehen jetzt durch. Der Mann wurde nicht rausgeschmissen. Ja. Als Nächstes haben wir Face Kai. Face Kai war also eines Tages mal mit seinem Bruder Face Jarvis unterwegs, um zu vloggen. Ein zufälliger Junge kam auf Face Kai zu und behauptete, dass er ein Fan von ihm sei. Der Junge bat Face Kai um ein Foto, aber als sie eins machen wollten, schnappte sich der Junge einfach seine Kamera und rannte um sein Leben. Bleib aber unbedingt dran, um zu sehen, was passiert, wenn Face Kai seinen Hater einholt. Glaubt mir, was dann passiert, ist einfach nur der Wahnsinn. Das möchtest du nicht verpassen. Maybe a few challenge there or something like that. Yo. Yo, what's up, man? Can you get a picture, please? Oh yeah, of course, bro. My job's all done. Banks! I'm gonna steal the list of Banks! Rice! Daraufhin versuchte der Hater so schnell wie möglich von Face Kai wegzukommen. Er war super schnell, aber schon bald bemerkte er, dass Face Kai einfach schneller war und ihn einholen wird. Deshalb schmiss der Hater einfach die Kamera weg, nur damit er entkommen konnte. Face Kai hob natürlich direkt seine Kamera auf, aber als er aufblickte, sah er, dass der Hater mit einem Aufzug geflohen war. Das war einfach ein echt verrückter Moment. Und ich kann einfach nicht glauben, dass der Hater wirklich vorgab, ein Fan von Face Kai zu sein, nur um seine Kamera zu klauen. Schauen wir es uns einfach mal an. This dude just dropped my camera. What's he doing? What is he doing? What is this kid doing? What is this kid doing? No! No! Bro, he just got away. He just got away. When? Wait, this just fell off. Wait, that fell off. Oh my god, dude, you broke my tripod. Who the was that kid? Mate,
Als sechstes haben wir Standardskill. Bleib jetzt noch unbedingt dran, denn das Video musst du auf jeden Fall gesehen haben. Standardskill traf auf einen Hater, der so zwischen 30 und 40 Jahren alt war. Jedenfalls pass auf, ein Artikel zu mir. Schreibt ein Typ runter, war ungefähr, ich würde ihn jetzt so schätzen, zwischen 30 und 40 Jahre war der gewesen. Schreibt unter einen Artikel, wo ich erwähnt wurde, ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang, das war jetzt aber ein normaler Artikel, ich glaube, über mein Buch war das gewesen. Und er schreibt, ja, den kenne ich, der hat mal bei Real gearbeitet, ist ein total arroganter Spinner, also den Typen, von dem halte ich gar nichts, soll er machen, aber für mich ist es der größte Spinner. Okay, interessant. Ich gucke auf sein Profil, er kennt mich. Ich sehe sein Bild, seinen Namen. Bro, in meinem Leben, ich habe diesen Typen noch nie gesehen. Wer ist das, Lack? Verpiss dich! Bro, diese Stadt ist sehr klein. Ich habe ihn noch nie gesehen. Never ever habe ich ihn irgendwo gesehen. Ich dachte mir so, oh, Bro, okay. Irgendein Idiot, der wieder sich wichtig tun will, labern will. Das habe ich so oft, Bro. Jeder kennt mich, jeder weiß alles über mich, jeder kennt meinen Fußnagel, jeder kennt meinen linken Zehennagel, jeder ist Kumpel mit mir, alle. Alle, jeder. Grundsätzlich alle. Und ich dachte mir, ey, okay, guck's dir mal das Bild an. Und ich sag so, ich dachte mir so, irgendwann, ich sag so, man sieht sich immer zweimal im Leben, habe ich mir so gedacht. Ich sag so, irgendwann werde ich diesen Typen sehen. Und dann kam jetzt der, das war schon länger her, und jetzt kam der Tag der Tage, ich an der Tankstelle tanken gewesen. Und auf einmal kommt Real Talk, dieser Typ, was muss das für ein Zufall sein? Kommt genau dieser Typ hinter mir, parkt und tankt auch. Ich tank so, rüssel gerade drinne, dreh mich so um, guck so. Dachte mir so, hä, ist das nicht der Typ? Ich schnell Handy rausgeholt, ich mir Namen gemerkt, ich bin noch Fuchs. Zack, auf Facebook nochmal schnell geguckt. Ich guck nochmal. Das war der Typ. Ich dachte mir so, ey, krass, der kennt mich doch. Warum grüßt der denn nicht? Ich gehe so zu ihm hin und sag so, ey, was geht? Wie geht's dir? Er sagt so, hä, kennen wir uns? Was willst du von mir? Ich sag so, ja klar, ey, du hast doch kommentiert, du kennst mich auf Facebook, weißt du nicht mehr? Er sagt so, wie? Ich sag so, ja, du hast doch kommentiert, dass ich ein arroganter Spinner bin. Was ist dein Problem? Woher kennen wir uns? Kannst du mal bitte aufhören, irgendwo im Internet zu behaupten, dass wir uns kennen? Er sagt so, lass mich mal jetzt in Ruhe. Ich sag so, ey, was ist dein Problem? Woher kennen wir uns denn? Sag's mir doch mal. Lass mich jetzt in Ruhe. Tankt der, geht rein, haut ab. Sagt gar nichts mehr. Ich frag ihn so, ey, du kannst doch sagen, wenn wir Kumpels sind und so. Ich laber ihn so voll. Was ist das für ein Typ? Das waren 6 YouTuber versus Hater im echten Leben. Wir stehen kurz vor den 200.000 Abonnenten, deswegen abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke für mehr solcher coolen Gewinnspiele. Auf dieser Seite findest du noch ein Video, wo 7 YouTuber das Leben von Tieren retten, darunter ist sogar Standardskill dabei. Und hier findest du noch YouTuber, die live vor der Kamera gehackt wurden, das ist auch richtig eskaliert. In diesem Sinne würde ich euch schon sagen, wir hören und sehen uns dann auch das nächste Mal, wenn es wieder heißt, tschö mit ö, euer Tai Tai.